Wir sind in Bonn im Museum Alexander König und wir machen hier unsere eigene Rallye für andere Kinder. Wenn Sie das Museum zum Beispiel noch nicht kennen, starten alle in der Savanne und laufen hier durch das Museum und werden mit der Rallye durchs Museum geführt. Mit einem QR-Code kannst du es mit deinem Handy scannen und wenn du es gescannt hast, kannst du ja schauen, die Aufgaben zu machen. Man muss da Fragen beantworten und man kriegt dann für die Fragen, wenn man die richtig hat, Punkte und wenn man falsch hat, Punkte abgezogen. 100 Punkte, weil ich hab sie auch gemacht. Ja. Wir laufen hier halt auch durch so ein Museum und erkunden manche Dinge hier. Und dann schreiben wir auch ein paar Sachen aufs Blatt. Wir überlegen uns auch falsche Antworten und dann werden die in den Computer eingetippt. Also wir haben mit den Tablets gearbeitet und da haben wir auch Elefanten und Giraffen und so fotografiert. Die Fotos sind für die Rallye. Damit, wenn du die Fotos für die Rallye gemacht hast, dann haben die Leute, die im Museum König kommen, haben die schon mal eine Info. Die Fotos benutzen wir quasi als Wegweiser. Wir haben ein Interview mit dem Museumsdirektor gemacht und konnten ihn alle unsere Fragen stellen. Der Museumsdirektor, Herr Miesow, ist extra für uns gekommen, um dieses Interview zu machen. Herr Miesow, von wem wurde das Museum König gegründet? Das Museum König wurde von Alexander König gegründet, deswegen heißt es auch so. Und Alexander König hat schon als Kind begonnen, Tiere zu sammeln und wollte in seinem ganzen Leben nichts anderes machen, als ein Museum aufzubauen und das als Forschungseinrichtung der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Danke, dass Sie meine Fragen beantwortet haben. Gerne. Mir macht bei der Rallye am meisten Spaß, Sachen aufzuschreiben für die Kinder. So ein Museum kann man halt ganz viele tolle Sachen entdecken. Mir macht hier am meisten Spaß, dass hier auch so viele Sachen sind, dass man hier ganz viel erkunden kann. Und mir macht es auch Spaß, ein paar Fotos zu machen. Mir hat am meisten Spaß gemacht, als wir hier rumgelaufen sind und die Fragen gemacht haben. Mein Lieblingsort im Museum ist die Wüste, auch weil es gibt hier viel zu sehen, auch wie in den anderen Orten, aber ich finde, hier ist halt das Spannendste für mich. Die Savanne ist mein Lieblingsort, weil ich halt die Bundesgiraffe sehr gerne mag. Mein Lieblingsort ist Mitteleuropa und ich mag es, weil das hier halt so schön aussieht und hier so ein See liegt und weil hier ein paar Tiere leben. Bei der Savanne ist es sehr groß und deshalb liebe ich es, weil es so viele Tiere gibt und mein Lieblingstier, den Löwe und den Leopard. Das ist mein Lieblingsort hier oben, da kann man ganz toll auf die Savanne gucken. Die Savanne ist mein Lieblingsort, aber die Wüste und den Regenwald und die Arktis, die mag ich halt auch. Im Aquarium finde ich da hinten auch die Schildkröten super und hier auch manche Fische. Tschüss!